Die Technik soweit gut. Hervorragend. Schön. Ja, ich habe gesehen, dass doch einige Ja, sehr gut. sich Passt die alles. Zeit genommen haben. Ich weiß nicht, wie das Wetter in ganz Deutschland ist, aber bei uns unten haben wir endlich mal Frühling. Mein Temperaturfühler hier sagt 17,3 Grad um die Abendzeit. Ja, schön. Dass es losgeht. Sie haben sich gemeldet zu dem Webinar, so gewinnen Sie jeden. Generell gibt es zwei Webinare, die ich jetzt bei Smile2 durchführen darf. Das eine ist das Thema Typologie, so gewinnen Sie jeden Kunden. Klassiker. Dazu gibt es ja auch das Buch. Und das zweite Webinar ist das Webinar, was wir dann zum Thema Führung machen. Kleinen Bonus für die, die bei dem schönen Wetter eben nicht draußen sind, sondern bei mir hier sind. Alle, die bis zum Schluss mit dabei sind, denen biete ich an, wenn sie wollen, ein eigenes Insights-Verkäuferprofil im Wert von circa 200 Euro ist das ja, wenn man das normal machen würde. Und das wäre so ein Bonus, den ich Ihnen gerne. Ja, dann aber würde ich sagen, nutzen wir die Zeit. Lassen Sie uns beginnen. So gewinnen Sie jeden Kunden, ist das Thema. Und als Einleitung vielleicht so ein paar allgemeine Gedanken, die ich mit Ihnen teilen möchte. Ich glaube, wir sind uns einig, Produkte werden immer austauschbarer. Die Beziehung zum Gegenüber, die Beziehung zum Kunden wird immer wichtiger. Jedoch, was jemand unter erfolgreicher, positiver Beziehung versteht, das kann durchaus auch sehr, sehr unterschiedlich sein. Und mein erstes Slide, was Sie hier sehen, die Banknoten, die der Kunde in vier verschiedenen Banken erhält, sind die gleichen. Was einen Unterschied macht, ist der Kassierer. Das heißt, People, so sagen es die Amerikaner auch, People buy people first. Das heißt, Sie haben meistens nur einmal eine Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Die ersten 30 Sekunden, die ersten 3 Minuten, das ist das, was zählt. Sie haben da natürlich oftmals die Gefahr, dass Sie dann schon relativ schnell in eine Schublade gesteckt werden und aus dieser Schublade nachher wieder rauszukommen, ist sehr, sehr schwierig. Sie kennen das. Auf der anderen Seite, es gibt Menschen, mit denen haben Sie sofort einen positiven Rapport, wie man das nennt. Die Chemie stimmt, man spricht sofort die gleiche Sprache. Auf der anderen Seite haben wir genau die Problematik, egal was Sie an Motivation, Begeisterung reinbringen. Irgendwie springt der Funken nicht so über. Ich möchte Ihnen heute zeigen, woran das denn liegen könnte auch, weil es hat in den meisten Fällen nichts mit Ihnen zu tun, es hat nichts mit dem Produkt zu tun, es hat nichts mit Ihrem Unternehmen zu tun, sondern es liegt rein daran, dass Menschen durchaus sehr unterschiedlich sind und vor allen Dingen, dass unser Gegenüber vom Typ her vielleicht auch ein ganz anderer ist. Übrigens, wir werden nach gewissen Sessions auch immer wiederum eine Pause einlegen, wo Sie die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Und ganz zum Schluss stehe ich sowieso bis alle Fragen beantwortet sind, selbstverständlich zur Verfügung. Ja, lassen Sie uns beginnen. Sie sehen hier ein schönes Bild, so der seidene Faden. Der seidene Faden liegt in der Beziehung. Umgang mit Menschen, die Chemie muss stehen, habe ich vorhin schon gesagt gehabt. Die emotionale Seite muss geklärt sein. Also hier lassen Sie uns da schauen, wie können Sie die Brücke zum Kunden noch besser aufbauen. Wir sprechen oftmals davon, dass es zwei Möglichkeiten gibt. Es gibt im Umgang mit anderen Menschen so die goldene Regel, die lautet: Behandle andere so, wie du selbst behandeln werden möchtest. Und ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen genauso auch mit Kunden, mit Mitarbeitern und Kollegen umgehen. Die Herausforderung kann aber durchaus sein, dass möglicherweise ein Drittel bis zur Hälfte Ihrer Kunden von der Persönlichkeit her ganz anders sind wie Sie. Und von daher die goldene Regel aller Wahrscheinlichkeit nach auch überhaupt nicht funktioniert. Eher sogar, werden Sie gleich sehen bei meinen Beispielen, eher sogar da gewisse Warnlämpchen angehen und Sie gewisse Schwierigkeiten haben. Und Sie haben auch manchmal das Gefühl, dass Sie so von einem Fettnäpfchen ins andere treten.
Das ist die Gefahr bei der goldenen Regel, die Platin-Regel. Um das geht es heute. Und da möchte ich Ihnen auch ganz konkrete praktische Beispiele zeigen. Lautet: Behandle den anderen so, wie der andere behandelt werden möchte. Das sagen viele Menschen, hört sich ja so einfach an, aber so einfach ist es nicht. Vielleicht ist es doch relativ einfach, denn wie sagte mal so schön Watzlawick, wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, wenn Sie darauf achten, welche Signale Ihnen Ihr Gegenüber eigentlich die ganze Zeit kommuniziert, dann sind Sie eigentlich recht gut auch in der Lage, genau das zu berücksichtigen. Beziehungskompetenz, es gibt eine wunderschöne Aussage von Henry Ford: Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das, den Standpunkt des anderen verstehen, Dinge mit seinen Augen gehen, sozusagen mal auf den Stuhl des anderen zu sitzen und das auch wahrzunehmen. Und ein Teil heute wird auch sein, dass Sie mehr über sich selber heute erfahren werden, auch mit dem Angebot, was ich Ihnen hier anschließe. Biete, dass Sie den eigenen Check-up mal machen können. Sie werden als zweiten Schritt in der Lage sein, Menschen, Kunden, also über das, was wir heute reden, können Sie natürlich auch nicht nur in der Kundenbeziehung, sondern auch generell im Umgang mit anderen Menschen natürlich nutzen. Das heißt, Sie erkennen innerhalb 30 Sekunden, wen habe ich auf der anderen Seite. Und Teil 3, soweit das in dem Rahmen heute natürlich in dieser Stunde alles möglich ist, Teil 3, wie spreche ich die Sprache meines Gegenübers, wie nutze ich die Platin-Regel, wie drücke ich die Motivationsknöpfe meines Gegenübers und vor allen Dingen, wie kann ich auch meine Sprachmuster, wie mein Kollege Alexander es immer so schön auf den Punkt bringt, genau so ändern, dass ich die Sprache meines Gegenübers und dem seine Motivation. Ich habe mal ein Bild gefunden und dieses Bild beschreibt möglicherweise das heutige Webinar am besten. Das heißt, hier ist so die Frage Selbstbild, Fremdbild. Wie sehen Sie sich selbst? Wie werden Sie von anderen gesehen? Da gibt es eine interessante Umfrage. Wie viel Prozent der deutschen Manager haben zum Thema Selbsteinschätzung ihrer Persönlichkeit, ihres Führungsstils da auch eine realistische Einschätzung? Es waren 69% der deutschen Führungskräfte, die leider daneben lagen, die überhaupt eine verkehrte Einschätzung von sich und ihrem Führungsstil hatten. Und über 50% ihrer Mitarbeiter wurden ebenfalls von diesen Führungskräften falsch beurteilt und da fängt natürlich auch so die Herausforderung an. Okay, unabhängig, ob Sie sich vorher als Löwe, Tiger gesehen haben oder anschließend, lassen Sie das mal auf uns zukommen. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Einige haben mich vielleicht schon kennengelernt. Ich bin seit 19 Jahren selbstständig, habe ich mich vor 19 Jahren selbstständig gemacht. Auch mit einem Management-Kollegen von mir, Brian Tracy, zusammengearbeitet, habe diverse Publikationen mit ihm gemacht, bin in verschiedenen Verbänden drin und mein Herz schlägt natürlich immer noch in dem Thema Verkauf, in dem Thema mit Menschen umgehen, Beziehungsmanagement, emotionale Intelligenz und da sind auch so die Bücher und erschienen. Das Thema, was wir jetzt machen, wie gesagt, so gewinnen Sie jeden Kunden, wurde in Frankreich mit dem Management Award ausgezeichnet. Und ist in den entsprechenden Sprachen verfügbar. Wer natürlich mehr wissen möchte, kann gerne zum Schluss auf meine Homepage gehen und da den Rest auch nachlesen dann. Ja, denke, Zeit für den richtigen Start. Lassen Sie uns mit dem aktuellen Thema beginnen. Die meisten von Ihnen haben mit Sicherheit ein GPS-System im Auto, ein Navigationssystem, macht die Welt viel, viel einfacher, weil das Navigationssystem bietet uns einfach ein Koordinatensystem, was ja auch hinten dran gelegt ist. Und in diesem Koordinatensystem habe ich die Möglichkeit, mich relativ schnell zurechtzufinden. Ganz einfach, wie das eigentlich funktioniert. Da schwirren natürlich die Satelliten rum, klar, das wissen wir, aber unterm Strich haben wir die Achsen Norden, Süden. Satelliten wird die Positionierung festgelegt. Heißt ganz einfach, abgesehen von der Karte, die danach dort als Basis natürlich liegt, geht es darauf zurück, was die Seefahrer vor Hunderten von Jahren schon festgestellt haben. Ich brauche ein Koordinatensystem, um mich zurechtzufinden. Wir reden aber heute nicht über Koordinatensystem im Auto. Da sind die meisten, denke ich, gut aufgestellt. Und wenn, dann können Sie das sehr günstig im Mediamarkt oder sonst wo kaufen. Sondern mir geht es heute darum, mit Ihnen ein Koordinatensystem in dem Bereich der Persönlichkeit anzuschauen. Wenn man die Historie betrachtet, Sie haben hier dieses Präferenzbeispiel nach C.G. Jung.
Wenn man die Historie anschaut, da gab es bereits einen Herrn, vielleicht kennen den einige, also ich meine jetzt nicht persönlich, das ist schon ein paar Tage her, Hippokrates, und der ist bekannt geworden, schon einige hundert Jahre vor Christus, dass er menschliches Verhalten beobachtet hat, und er hat festgestellt, dass Menschen zum Teil sich in gewissen Situationen, wenn es um das Thema Verhalten geht, und wir heute reden ja auch über Verhalten, Verkaufsverhalten, dass die Menschen sich da doch sehr stark ähneln. Das heißt, er hat so vier Begriffe geprägt: Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker, und hat gesagt, Mensch, das muss an Körperorganen oder Körpersäften liegen, dass die sich so verhalten. Der Choleriker, das ist so der aufbrausende Typ, Sanguiniker, Blut in Wallung, Lebemensch, das waren so die ersten Erklärungsansätze. Ist natürlich etwas grob, aber er hat natürlich recht gehabt, dass es diese gewisse Grundtendenzen gibt. Denken Sie dran, wenn wir jetzt darüber sprechen. Gleich, wir machen keine Wertung über Menschen. Wir sagen nicht, dass eine Präferenz, ein Typus besser ist wie der andere. Im Verkauf können alle erfolgreich sein. Jeder wird aber über seinen natürlichen Stil verkaufen, und damit sind natürlich auch gewisse Grenzen oftmals mit dabei danach. Vielleicht ein gutes Beispiel, was Sie machen können, wenn Sie gerade was zu schreiben haben. Schreiben Sie doch mal mit Ihrer Präferenzhand. Also wenn Sie Rechtshändler sind, dann wäre es die rechte Hand, also dass Sie dann die rechte Hand nehmen. Schreiben Sie doch bitte mal Ihren Namen auf ein Blatt Papier. Wenn Sie Linkshändler sind, machen Sie das Ganze natürlich mit der linken Hand. Machen Sie das mal. Und meine typische Frage auch in kleinen normalen Seminaren ist, wie fühlen Sie sich denn dabei? Was ist das für ein Gefühl? Müssen Sie sich dabei anstrengen? Geht leicht von der Hand. Easy, brauchen nicht groß drüber nachdenken, nichts. Und zwar, das liegt daran, dass die rechte Hand in dem Moment Ihre Präferenzhand ist, Ihre bevorzugte Hand. Und wenn Sie etwas tun, was Ihrer Präferenz entspricht, dann geht es leicht von der Hand, es macht Spaß. Und je mehr Sie von dem tun, umso mehr Freude, Energie bekommen Sie sogar. Jetzt machen Sie das Ganze mal mit der anderen Hand, hier. Mit der linken Hand beispielsweise schreiben Sie mal Ihren Namen und probieren Sie das mal aus, was für ein Erlebnis Sie dabei haben, wenn Sie etwas tun, was Ihrer Präferenz nicht entspricht. Meistens, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, machen Sie auch kein Unglück. Meistens geht es Ihnen so, dass es doch sehr viel Energie kostet und dass man sich sehr stark konzentrieren muss, um die sehr einfache Übung, die Sie jeden Tag machen, eigentlich auf einmal in die Reihe zu kriegen. Und genauso ist es bei den Präferenzen. Das heißt, wenn wir hier unser Präferenzmodell nehmen, und ich möchte mal da genau einige Notizen da dazu machen. War die rechte Seite, das ist das, was wir hier haben. Da haben wir das Thema, ich male mal hier ein, ups, wer hat ein E hin? Dann machen wir das mal so. Okay. Ein E, das steht für Extraversion, und auf dieser linken Seite haben wir das Thema I, das steht für Introversion. Das heißt, Menschen sind entweder extravertiert oder introvertiert. Keine Wertung, kein Mensch ist besser oder schlechter, sondern es hat damit zu tun, wenn Sie eher auf der extrovertierten Seite sind, und mein Ziel ist es ja auch bei dieser Übung hier, dass Sie sich versuchen mal auf dieser Skala selber einzuschätzen. Wo würden Sie, ups, da klaut einer mein Teil von dem E hier auf der rechten Seite, und das I male ich nochmal hier neben dran. Genau, wenn Sie auf der rechten Seite sind, dann sind Sie eher auf der extrovertierten Seite. Und mein Ziel ist es, dass Sie hier auch sich selber auf dieser Skala mal einschätzen. Thema Selbsteinschätzung. Extrovertierte Menschen lieben Kontakt mit anderen, sind kontaktfreudig, gehen gerne auf andere Menschen zu, sind freundlich. Auch so die amerikanische Kultur, auch eher die extrovertierte Kultur. Das heißt, jeder Fremde könnte ja neuer Freund werden. Also grundsätzlich mal eine offene Kultur, eine offene Ansprache. Auch Menschen, die eher auf der extrovertierten Seite sind, wenn die in den Raum eintreten, dann sind die auch präsent. Körpersprache, Augenkontakt, Mimik. Das heißt, man kann sofort auch sehr gut sehen, dass diese Menschen den Raum benutzen, Raum nehmen auch. Gehen wir auf die andere Seite, Menschen auf der introvertierten Seite, I, das sind Menschen, die eher zurückhaltender sind. Introvertierte Menschen sind auch Menschen, die auch erstmal etwas Zeit brauchen, um beispielsweise mit einem Kunden in Kontakt zu kommen. Introvertierte Menschen sind aber die, die können sehr gut zuhören, und das ist das, was im Verkauf heutzutage leider viel zu selten der Fall ist. Introvertierte Menschen können sehr gut sich einfühlen, sie können sehr gut zuhören, sie können sehr guten Rapport aufbauen. Aber natürlich, auch wenn es um das Thema Kaltakquise geht, ist das nicht unbedingt das Hobby eines Verkäufers, der so auf der introvertierteren Seite zu Hause ist. Frage an Sie, eher extrovertiert?